Das da ist der kleine Ort Löderitz in Sachsen-Anhalt. Dahinter ist ein Wald und noch weiter hinten sieht man einen Fluss. Das ist die Elbe. Die fließt hier ganz gemütlich heute in ihrem Bett. Der Ort Löderitz ist ein kleines Dorf, da ist nicht viel los im Kreis Schönebeck. Kopfsteinpflaster auf der Straße. Aber wenn man sich die Häuser mal genau anschaut, da ist an manchen Stellen so eine Linie. An anderen Stellen ist sogar der Putz ab. Nicht nur an einem Haus, sondern an vielen. Was ist da passiert? Vor einiger Zeit hatte die Elbe Hochwasser. Sie trat über ihre Ufer. Die Deiche hielten das irgendwann nicht mehr aus und das Wasser floss dann über die Deiche hinweg oder durch die Deiche hindurch und überschwemmte auch den Ort Löderitz. Und da stand das Wasser dann in der Straße ziemlich hoch. 14 Tage dauerte das Hochwasser, eine Riesenkatastrophe. Mittlerweile fließt die Elbe wieder ruhig in ihr Bett, aber das Ganze ist nicht ohne Folgen geblieben. Nicht nur für die Häuser, sondern auch für diesen alten Deich hier. Deiche sind ja bei Hochwasser ganz wichtig, denn sie sollen ja die Gegend hinter dem Deich und die Menschen schützen. Der hier hat damals nicht so richtig gehalten. Man hat versucht, ihn zu flicken mit Pfählen und mit Brettern. Man hat Sandsäcke davor gebaut, die mittlerweile schon ein bisschen vergammelt sind. Und es ist klar, dieser Deich würde beim nächsten Hochwasser nicht wieder halten. Deswegen hat man den alten Deich, hier die blaue Linie, aufgegeben und will jetzt rund um das Wäldchen einen neuen Deich bauen. Und wir schauen mal zu, wie das gemacht wird. Und dieses Wäldchen ist eigentlich ein Auenwald. Was ist ein Auenwald? Das ist eine Stelle, wo die Elbe früher mit ihren Seitenarmen entlang floss und sich da ausbreiten konnte. Und dieses Wasser, was man da sieht, das hat jetzt nichts mit dem Hochwasser zu tun, sondern das ist eigentlich ein alter Seitenarm von der Elbe. Heute ist es ein langgestreckter See. Und dieses Auenwäldchen will man jetzt der Elbe zurückgeben, damit sie sich wieder ausbreiten kann. Und deswegen wird der neue Deich außen genau am Rand dieses Auenwäldchens entlang gebaut. Da unten kann man die LKWs schon fahren sehen. Und dieser neue Deich soll 7,3 Kilometer lang und 45 Meter breit werden. Eine Riesenbaustelle. Und ganz hinten im Wäldchen ist der Deich schon fertig gebaut. Wie baut man denn so einen Deich? Wir haben mal ein Modell gemacht. Im Wesentlichen besteht ein Deich aus 4 Teilen. Ein Teil zur Wasserseite hin, ein Teil zur Landseite hin, zur Wasserseite noch eine Abdeckung und zur Landseite hin noch ein Kiesbett. Und man braucht 4 verschiedene Baustoffe dazu. Das ist einmal sogenannter bindiger Boden, das ist Sand mit ein bisschen Lehm, dann ganz normaler Sand, wie ihr ihn kennt, dann das nächste ist Schluff, das ist eine besondere Art von Lehm und grober Kies. Das ist die Stelle, an der der Deich gebaut werden soll. Im Moment ist da noch eine Wiese. Als erstes fährt da ein großer Traktor drüber. Hinter dem hängt ein Werkzeug, das ist das weiße Ding hier. Und dieses ist eine Fräse. Und diese Fräse nimmt die oberste Schicht mit allem, was drauf wächst, fräst es zusammen mit Wurzeln und Kraut zu einer Erdschicht. Und das macht dieses Werkzeug Bahn für Bahn nebeneinander, so breit, wie später der Deich werden soll. Ist das passiert, kommt eine Raupe und schiebt den zusammengefrästen Boden auf einen Haufen. Der bleibt aber da nicht liegen, sondern dieser Boden ist sehr wertvoll, weil darauf ja etwas wachsen kann. Und deswegen kommt da so ein Radlader, nimmt sich immer so eine Schaufe voll, packt den auf einen LKW und der LKW fährt den weg, aber nicht um ihn wegzuwerfen oder anderswo zu verbauen, sondern dieser Mutterboden wird gesammelt auf einem Hügel, nämlich diesem hier, das Ganze nennt man Miete und da bleibt er so lange liegen, bis der Deich fast fertig ist. Nachdem der Mutterboden weg ist, hat man jetzt den Untergrund, auf dem der Deich gebaut werden soll. Und der wird jetzt mit so einer Stachelwalze verfestigt. Und die macht bei diesem Verfestigen auch so kleine Löcher in den Untergrund.
Und damit ihr euch besser auskennt, was jetzt passiert, haben wir mal wieder ein Modell gebaut. Das ist es. Ganz rechts, das soll die Elbe sein. Dann, wo die Bäumchen stehen, das ist der Auenwald. Daneben sind dann also noch Wiesen und Felder, alles Mögliche, was jetzt noch bewirtschaftet wird. Und ganz links, da wo das Häuschen steht, da soll der Ort Löderitz sein. So, was haben wir bis jetzt gemacht? Die oberste Schicht, den Mutterboden, weggefräst. Das machen wir in unserem Modell jetzt auch. Nehmen die oberste Schicht weg. Und wenn da ein paar Bäume sind, dann müssen die auch weg. Und da sieht man jetzt den Untergrund, den verfestigten, den die Stachelwalze gemacht hat. Danach kommt ein LKW und bringt den ersten Baustoff, den sogenannten bindigen Boden, und gibt den ab. Und warum heißt das bindiger Boden? Wenn man den in die Hand nimmt, dann pappt er so ein bisschen zusammen, bindet zusammen. Deswegen heißt er bindiger Boden. Und dieser bindige Boden wird jetzt von so einer Raupe gleichmäßig verteilt. Und dabei läuft er auch in die Löcher, die die Stachelwalze gemacht hat, und verbindet sich richtig gut mit dem Untergrund. Aber ein LKW ist natürlich für so eine Baustelle gar nichts. Und so kommt ein Lastwagen nach dem anderen und lädt seine Fracht ab. Und natürlich wird jede Fuhre gleichmäßig von so einer Raupe verteilt. Insgesamt 450 LKWs braucht man, um diese Stelle richtig zu bearbeiten. Und jedes Mal wieder die Raupe, die das gleichmäßig verteilt. In unserem Modell haben wir mal 4 Schichten übereinander gelegt und so entsteht ein kleiner Hügel. Auch in Wirklichkeit, zur Wasserseite hin, also nach links, ist er ein bisschen schräg, der Hügel. Oben fahren noch die LKWs drüber. Und zur Landseite, wieder in unserem Modell, entstehen richtige Stufen. Da kann man sie sehen. Und diese Stufen, die macht ein Schaufelbagger. Dieses orange Ding hier. Schön gleichmäßig werden da die Stufen gebaut. Und wenn er fertig ist, sieht das Ganze so aus. Als nächstes geht's jetzt erstmal auf der Landseite weiter. Da wird ein Graben ausgehoben. Das macht auch wieder dieser orange Bagger mit seiner Schaufel. Rechts und links mit schrägen Kanten. Da ist die andere Seite. Und wenn der Graben fertig ist, dann wird er mit dem zweiten Baustoff, mit Sand, angefüllt. Wird auch wieder mit LKWs angeliefert. Und das ist der ganz normale Sand, so wie ihr ihn aus der Sandkiste kennt. Ist genügend Sand angeliefert, dann wird er von der Raupe auch wieder gleichmäßig verteilt, bis der Graben mit diesem Sand voll ist. Ist er voll, kommt diese Walze mit Vibrationsplatten und drückt den Sand richtig schön fest. Und dann sieht das Ganze so aus. Ein Graben voll mit Sand. Und mit dem gleichen Sand wird jetzt weitergebaut. Auch wieder Schicht für Schicht, so dass der Sand sich langsam mit den Stufen, die da schon entstanden sind, verbindet. Auch wieder LKW um LKW wird rangeschafft. 400 Fuhren braucht man dazu. Und das Ganze wird von dem orangen Bagger, den wir schon mal gesehen haben, wieder gleichmäßig verteilt, so dass sich der Sand schön an die Stufen anschmiegt. Wenn es fertig ist, sieht so aus. Jetzt hat der Deich schon seine richtige Höhe erreicht und jetzt wollen wir mal gucken, ob der hält. Deswegen sind wir zur Technischen Hochschule in Aachen gefahren, haben uns da ein Modell in einer Wasserrinne bauen lassen und haben versucht, wie das aussieht. Das Wasser steigt und man sieht schon, der Deich rutscht ein bisschen zusammen. Und außerdem sickert ein bisschen Wasser durch den Deich durch. Und wenn da genügend Wasser durchgesickert ist, dann fängt es an zu fließen. Und wenn es fließt, nimmt es auch den Sand mit, schwemmt den nach unten. Das soll natürlich nicht so sein. Es rieselt an allen Ecken. Und irgendwann ist der Wasserdruck so groß, dass oben der Deich dann wirklich bricht. Und damit ist alles zerstört. Und auch Löderitz stünde wieder unter Wasser.
Es reicht also nicht, dass der Deich einfach nur hoch genug ist, sondern man muss auch dafür sorgen, dass das Wasser den Deich nicht zerstört. Und was dazu notwendig ist, das zeigen wir jetzt wieder an unserem Modell. Und da geht's jetzt auf der Wasserseite weiter. Direkt am Fuß des Deichs wird noch ein Graben ausgehoben. Da sieht man's. Das macht wieder dieser orange Bagger mit seiner Schaufel, wieder rechts und links mit schrägen Wänden. Und in diesen Graben wird jetzt der Schluff eingefüllt. Schluff, das ist dieser Baustoff, der aus einem ganz speziellen Lehm besteht. Und wenn man den in der Hand zusammendrücken will, dann geht das kaum. Der lässt also wirklich kaum Wasser durch, ein ganz festes Material. Das wird jetzt in diesen Graben gepackt und von dieser Stachelwalze festgedrückt. Wenn der fertig ist, dann sieht das so aus. Ein Graben voller Schluff. Und in Wirklichkeit sieht das fast aus wie so ein kleiner Fluss aus Schokolade. Aber das ist jetzt nur ein Graben im Boden, der schützt ja den Deich noch nicht. Und deswegen wird auch noch Schluff an der Wasserseite hochgeschoben und von der Stachelwalze wieder festgedrückt. Und dann ist da eine Schutzschicht aus diesem lehmhaltigen Zeug, damit das Wasser nicht so leicht in den Deich eindringen kann. Und die reicht bis in den Boden. Fehlt noch der vierte Baustoff, nämlich der grobe Kies. Und mit dem groben Kies geht's nicht auf der Wasserseite weiter, sondern auf der Landseite. Der wird da angebaut, wo der Fuß des Deichs aus Sand auf den Graben aus Sand trifft. Der wird aber nicht einfach nur hingeschüttet, sondern da wird ein richtiger kleiner Damm aus Kies gebaut. Das macht wieder der orange Bagger. Und damit da kein Spalt dazwischen ist, wird das Zwischenstück, was wir hier mit Sand auffüllen, auch in Wirklichkeit mit Sand zugeschüttet. Das macht er hier auch. Nimmt sich ein bisschen von oben und schüttet diesen Graben noch zu. Und wozu dieser Damm aus Kies gut ist, das sehen wir gleich. Als nächstes wird der Deich jetzt begrünt. Und dazu ist natürlich wieder die oberste Schicht, die wir vorhin ganz am Anfang abgefräst haben. Dieser Mutterboden, die Fachleute sagen Oberboden, der wird jetzt wieder wichtig. Der ist ja aufgehoben worden in dieser Miete, erinnert euch vielleicht noch dran. Und der wird jetzt mit einem Langarmbagger von unten auf der Wasserseite bis ganz nach oben hochgezogen. In einer breiten Schicht. Und diese Schicht wird dann begrünt. Da kann man zum Beispiel Gras säen und die Wurzeln von dem Gras halten den Boden natürlich auch noch fest. Hier ist es schon passiert, da sieht man, wie es fertig aussieht. Das passiert aber natürlich nicht nur auf der Wasserseite, sondern auch auf der Landseite. Und es werden auch noch zwei Wege gebaut. Einer ganz oben auf der Deichkrone, wie die Fachleute sagen, und einer etwas weiter unten. Das ist der sogenannte Verteidigungsweg. Auf dem kann man später mit Autos fahren, wenn zum Beispiel beim Hochwasser noch irgendwo Baumaterial hin transportiert werden muss oder so. Da kommt erstmal Schotter hin, das ist das Graue, und darauf ein Splittbett. Das ist das, was hier so ein bisschen rötlich aussieht. Und darauf kommen Platten, die werden gelegt. Da gibt es so eine clevere Maschine, die nimmt sich immer so eine ganze Lage von Platten. Die Platten werden nicht einzeln gelegt. Mit dieser Maschine an die richtige Stelle gefahren. Der Arbeiter muss die bloß richtig hinlegen. Noch ein paar Schläge mit dem Hammer, ein bisschen Sand in die Fugen und dann ist der Verteidigungsweg fertig. Aber nicht nur der Verteidigungsweg, sondern unser ganzer Deich. Und wie hoch der ist, das sieht man, wenn man da oben zwei Figuren drüber spazieren sieht. Der ist ungefähr überall so 5,50 Meter, 6 Meter hoch. Und jetzt wollte man natürlich doch wissen, ob der Deich jetzt hält, wenn Hochwasser kommt. Unser Modell hat jetzt auch eine Wasserschutzschicht auf der Wasserseite und hinten ein Kiesbett. Ist hier im Modell ein bisschen größer, spielt aber eigentlich keine Rolle. So, und jetzt lassen wir die Elbe nochmal ansteigen. Rechts sieht man das Wasser kommen. Man sieht auch hier sickert ein bisschen Wasser durch, aber sehr viel weniger. Und durch die Schutzschicht sackt der Deich nicht ab. Er hält. Aber der Druck bei Hochwasser ist so hoch, dass einerseits ein bisschen durch den Deich durchsickert, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen Wasser unter dem ganzen Deich durch auf die andere Seite gedrückt wird. Und
Dafür ist jetzt der Graben mit dem Sand und der Kiesdamm zuständig. Denn da kann das Wasser wieder nach oben raus, ganz leicht durch Sand und Kies eben. Und dieses Wasser kann man dann sammeln und gezielt an einer Stelle auffangen, in so einem kleinen Becken. Und da ist dann ein Schöpfwerk, das nimmt dann dieses gesammelte Wasser und bringt das über den Deich zurück in den Fluss. So, jetzt wisst ihr, wie viel Mühe sich die Leute geben, um so einen Deich zu bauen. Und damit, denken wir, ist Löderitz jetzt geschützt, da hinten liegt es. Und wir hoffen, dass sie beim nächsten Hochwasser alle trockene Füße behalten.